Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Heute mit einem echten Weltstar. Ich muss jetzt ein bisschen ablesen, was er alles gewonnen hat. Alles bringe ich sowieso nicht unter, das würde die Sendezeit sprengen. Aber unter anderem war er Champions League-Sieger, Weltpokalsieger, viermal deutscher Meister, viermal deutscher Cupsieger, hat 133 Tore in der deutschen Bundesliga erzielt. Er ist eine absolute Legende des FC Bayern. Und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass er auch noch sehr unkompliziert ist und Zeit für uns findet. Hallo Giovanni. Hallo, servus, danke. Vielen Dank für Ihre Zeit. Freut mich wirklich sehr, zumal Sie ja wirklich einiges zu tun haben, wie wir da rund um dieses Legendenspiel, am Rande dessen wir uns hier ja in Leoben treffen, mitbekommen haben. Es wird Ihnen nicht langweilig, weil Sie beim FC Bayern einiges zu tun haben. Auch das stimmt, noch. Das stimmt. Also bei mir ist nie langweilig geworden, seit ich 2006 mit dem Fußball aufgehört habe, weil für FC Bayern war viel unterwegs gewesen aus Brasilien. Und jetzt seit 2 Jahren lebe ich wieder in München und ist vieles einfacher. Okay, wegen der Pandemie, klar, dürfen wir nur Videokonferenz machen. Aber ansonsten bin ich für FC Bayern viel in Asien und Nordamerika unterwegs. Es macht schon Spaß, über den Verein zu sprechen, wo ich groß geworden bin, sagen wir so. Und das ist einfach so den Verein zu verkaufen, sagen wir so. Jetzt sind wir ja hier in Österreich, da muss alles immer ein bisschen amtlich zugehen und offiziell beglaubigt. Und dieser Tradition folgend mag ich ganz gern eine Formalität gleich zu Beginn des Gesprächs klären. Okay. Der gute Mann ist natürlich bekannt als Giovanni Elber, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, aber laut Wikipedia heißt er ja de facto Elber de Sousa. De Sousa, genau. Warum, also woher kommt der Giovanni? Weil das ist so, mein Familienname ist de Sousa. Und 1991, wenn ich von AC Mailand zum Grasshoppers Zürich gegangen bin, haben die gesagt, aber Giovanni, wir müssen De Sousa auf dein Trikot schreiben. Ich sage, Leute, macht das nicht, weil De Sousa sind Millionen in Brasilien und Elba, das ist nicht so ein brasilianischer Name, typisch brasilianisch. Und dann ist auch so, dass ich bei der brasilianischen Nationalmannschaft, Junioren-Nationalmannschaft gespielt habe, nur mit Elba drauf. Und die Familiennamen, das in Brasilien nutzen wir nie. Wie Ronaldinho, Ronaldo, ja, ja, Rivaldo. Es steht nicht Silva, Sousa oder sowas. Und deswegen, so wie Julio César. Julio César. So heißt man auch sehr und schnell. Der Giovanni ist zustande gekommen, ich glaube, es war meine Tante, hat meine Mama gesagt, komm, gib nur Giovanni Sousa. Und meine Mama, also ich mag Elba und dann Elba Giovanni de Sousa. Alles klar, damit so die Formalitäten auch geklärt sind und wir wissen, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben. Vielen Dank für die Erklärung. Ich habe schon noch ein Problem gehabt mit diesem Namen, weil es steht dann auf mein Flugticket, es war nur Giovanni Elba. Ich gehe dorthin mit meinem brasilianischen Pass und ich sage, aber wo steht hier de Sousa? Weil eigentlich sie heißen de Sousa. Ich sage, nein, nein, lass es so stehen. Giovanni Elba, das ist fertig. Nur keine Wöhn, wird man in Österreich sagen. Nur keine Aufregung. Jetzt behaupte ich einmal, dass der durchschnittliche österreichische Sportfan begonnen hat, Giovanni Elba so richtig wahrzunehmen, während er beim VfB Stuttgart richtig für Furore gesorgt hat. Aber Sie haben schon erwähnt, es gab davor auch noch zwei sehr, sehr interessante Stationen in der Karriere des Giovanni Elba. Zum Beispiel beim AC Milan. AC Mailand, das war Wahnsinn. Ich bin mit 18 dahin geflogen, kommt in Milanello, das ist das Trainingszentrum von AC Mailand, auf einmal sehe ich Baresi vor mir stehen, Hood, Kulit, Van Basten, Heikart, Maldini, Donadoni und. Er sagt, das glaube ich nicht. Also ich bin wirklich hier bei AC Mailand und schön war die Zeit. Leider wegen der ausländischen Regeln durfte ich nicht spielen, weil die drei Ausländer waren die Holländer. Und so bin ich dann nach in der Schweiz gegangen. Trainer damals Arrigo Sacchi, meines Wissens. Capello. Capello. Das war schon Fabio Capello. Ja, ja, auch ganz schlecht. Guter Trainer. Also einen Eindruck habe ich schon gewonnen, auch wenn das Gespräch noch ziemlich jung ist. Der gute Mann ist immer noch unglaublich begeisterungsfähig und schwärmt immer noch von seinem Job oder von seinem früheren Arbeitgeber, den Fußball. Weil das war halt so, ich habe bei der brasilianischen Nationalmannschaft gespielt, WM in Portugal 91. Bin nach Brasilien zurückgeflogen. 2 Tage später kommt der Präsident von meinem Ex-Verein und hat gesagt, oh, wir sollen nach Mailand fliegen. Ich sage, machen wir Urlaub in Mailand? Ich war jetzt gerade in Portugal gewesen. Und dann hat er gesagt, nein, Mailand will dir kaufen. Ich sage, nein, das glaube ich nicht.
Und dann ja, dann ist so passiert, ich komme dahin und dann siehst du die Spieler, wo du im Fernsehen gesehen hast, noch vor kurzem. Und dann auf einmal stehst du neben solchen Fußballern. Und von Mailand ist es dann, wie gesagt, weitergegangen zu den Grasshoppers Zürich in die Schweiz. Und dort gab es ja de facto auch schon veritable Erfolge mit dem Cupsieg und dem Torschützenkönig. Das war ja auch jetzt nicht irgendwas. Ich glaube, das war das Beste, was mir passieren konnte. Also nicht direkt in Italien zu bleiben, sondern in der Schweiz. Wo in der Schweiz damals war nicht so Druck bei mir jedes Spiel, du konntest langsam aufgebaut werden. Und das wollte er Mailand haben. Er sagt, oh, da wirst du lernen, wie man hier Fußball spielt, Kultur, Sprache. Und in der Schweiz habe ich dann ja, deutsche Sprache gelernt, italienische Sprache, spanische. Und das war für meine Karriere ganz, ganz wichtig, dass ich 3 Jahre beim Grasshoppers war. Und dort haben sie ja für Aufsehen gesorgt, für so viel Aufsehen, dass auch deutsche Bundesligisten, unter anderem der VfB Stuttgart, auf Giovane Elber aufmerksam wurde. Und ich werde versuchen, immer wieder ein bisschen einen Österreich-Bezug hereinzubringen in dieses Gespräch. Und ich meine, einen solchen bei dieser Station, nämlich Stuttgart, gefunden zu haben. Noch nicht mit Franz Wolfer, den werden wir nachher ein bisschen behandeln und besprechen. Aber Giovane Elber hat es mit dem jetzigen österreichischen Teamchef zu tun bekommen, nämlich mit Franco. Ja, mit Franco, ja, stimmt. Als Mitspieler. Haben wir gespielt und Franco war ein Profi, durch und durch. Also der hat uns beim VfB Stuttgart schon geholfen. Ja. Und man muss natürlich, wenn man über Giovane Elber und den VfB Stuttgart spricht, über das magische Dreieck sprechen. Elber, ja. Bobic, Balakow. Ich weiß es nicht, ob Sie die Frage schon langweilt inzwischen, aber die ist halt immer wieder spannend zu behandeln, weil eigentlich alle Beteiligten sagen, diesem Dreieck hat etwas innegewohnt, was man nicht antrainieren hat können. Mhm. Das war irgendwie so etwas, was man als blindes Verständnis bezeichnet. Ja, und sowas wirklich. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. War wirklich so, also wir haben Blinde, haben wir uns verstanden. Und ich glaube, das wichtig war, weil es war kein Spieler egoistisch auf der andere, was der schon geschafft hat. Und nicht mal der Mannschaft, weil du brauchst eine Mannschaft. Kann nicht nur mit Maschke Dreieck spielen. Und was soll der andere machen? Und ja, die anderen sind von uns gelaufen, die haben alles gegeben, dass wir dann nach vorne unsere Spielweise spielen konnten. Und das hat hervorragend geklappt. Giovane Elber, kann ich mich gut erinnern, damals war er nicht nur wegen seines Spielstils revolutionär, sondern teilweise auch wegen seines Kleidungsstils im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat als einer der ersten mit weißen Schuhen gezaubert. Ja, ich bin schuld, dass heute die Spieler kein schwarze Schuhe alles mehr nur nicht tragen. Schwarz tragen. Ja. Weil das war so, in 2 Spielen habe ich nicht getroffen und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich frage mal, ob die für mich ein weiße Schuhe machen kann. Und der Zeugwart hat gesagt, aber weiße Schuhe, das kann nicht sein, weil das sieht so aus wie ein Turnschuh, ein Laufschuh. Sagt du, aber will mit den Schuhen will ich spielen. Und beim ersten Spiel habe ich 2 Tore geschossen, wir haben das Spiel gewonnen gegen Gladbach. Und dann sage ich, okay, jetzt behalte ich die Schuhe, weil die hat mir Glück gebracht. Und dann hat Freddy Bobic, Balakow, eine rote Schuhe dann bestellt. Auf einmal war Farbenspiel. Und das alles hat natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ihr de facto so etwas wie Popstars wart damals, oder? Kann man das schon so sagen? Das kann man schon sagen. Also egal, wo wir gespielt haben, nicht nur Heimspiel, sondern auch auswärts, die Leute haben sich gefreut. Wir haben schon darauf gewartet, oh, heute kommt Maschke Dreieck ins Stadion. Das war eine schöne Zeit, muss ich sagen. So, jetzt würde ich ganz gerne Franz Wolfert ins Spiel bringen. Der ist 1996 zum VfB Stuttgart gewechselt und erzählt etwas ganz Interessantes, wie er den Giovane Elber kennengelernt hat oder wie so die erste Kontaktaufnahme mit ihm verlaufen ist. Es war eine Zigarette im Spiel. Oh, das stimmt, ja. Legen Sie ein Geständnis ab, Herr Elber. Na, ab und zu habe ich schon so ein oder andere geraucht, aber nicht viel, klar. Weil wenn man Profifußball spielt, sollte man das nicht machen. Aber ab und zu hat man schon ein oder andere geraucht. Und Franz Wolfert, der war, ich habe ihm immer gesagt, er hat gesagt, du bist kein Österreicher, du bist ein Brasilianer. Weil der wollte nur Spaß machen, mit mir und mit dem anderen. Er hat gesagt, was bist du für einer? Und dann war noch ein guter Torwart, ja, das muss man auch sagen. Da haben wir noch die DFB-Pokal haben wir gewonnen. Unter Jogi Löw. Unter Jogi Löw, erste Titel für Jogi. Und es war ja eine schöne Zeit und für mich ein schöner Abschied von VfB Stuttgart.
Hat sie Franz Wohlfahrt eigentlich jemals ins Schweizer Haus nach Wien eingeladen? Das ist, glaube ich, sein Lieblingslokal. Ja, der hat schon oft eingeladen. Nur die Zeit hat noch nicht geschafft. Aber ja, ab und zu sehen wir uns in Deutschland. Wenn der nach Deutschland kommt, da treffen wir uns schon. Also wenn es sich einmal ausgeht, einen Besuch im Schweizer Haus abzustatten, dann sagen Sie bitte Bescheid, dann kann man mir mit der Kamera schön, nicht. Das wollen wir festhalten, ja, bitte schön. So, dann schön. Schlage ich vor, weiter in der chronologischen Abfolge der Karrierestationen des Giovane Elba und landen jetzt im Jahr 1997. Da hat sich Entscheidendes getan. So kann man es ruhig formulieren in deiner Das Karriere. Kann man ja so stehen lassen. Aber ich wollte nicht zum FC Bayern. Ich wollte schon bei VfB Stuttgart bleiben. Weil bei VfB, es war Harmonie, es war eine Familie, sehr familiär das Ganze. Und für einen Brasilianer gibt es nichts Besseres, dass du sagen kannst, jeden Tag, ich freue mich, hier zu sein. Und bei FC Bayern damals war FC Hollywood so genannt. Ne? In deutscher Presse nur FC Hollywood. Weil es war Trainer gegen Spieler, Spieler gegen Trainer. Und ich habe schon Angst, habe gedacht, na, ich glaube, bei so einem Spieler, einem Verein kann ich nicht spielen. Ich werde unglücklich werden. Weil die ausländischen Spieler, die bei FC Bayern waren, und vor allem die Mittelstürmer, die sind maximal zwei Saisonen dort geblieben. Und ja, ich habe Gedanken gemacht, habe gesagt, nein, das geht nicht. Aber dann kommt der Ex-Präsident von VfB Stuttgart, Meier Vorfelder, und dann hat er mir gesagt, Giovanni, du musst dahin gehen, weil die zahlen schon eine ordentliche Ablösesumme und wir brauchen das Geld. Mhm. VfB Stuttgart hat, glaube ich, 3 Millionen bezahlt, für mich bezahlt, bei AS Mailand. Und dann hat für 12 Millionen verkauft nach 3 Jahren. Also das hat sehr gut investiert, das Geld, muss ich sagen. Und Sie haben ja noch ein Jahr Giovanni Trapattoni genossen. Und Giovanni Elba hat, das sagt zumindest die Legende, auch einmal als sehr spezieller Übersetzer und Dolmetscher für Giovanni Trapattoni. Entschuldige, wir von der Krone sind Investigativjournalisten. Uns bleibt nichts verborgen. Die Geschichte das müssen stimmt. Sie, die müssen das Sie jetzt stimmt. erzählen. Aber da hier kann ich nicht das erzählen. Geht schon. Wir übernehmen die Verantwortung. Aber das war so, ja, es war ein schlechtes Spiel gewesen von uns und konnte Giovanni Trapattoni und sagt, Giovanni, wie kann man das sagen zu den Spielern? Also die müssen Eier haben. Und dann haben die, wie kann man das sagen, Geschlechts von Frau gesagt, Trainer, das ist so. Und er hat das einfach gesagt, die Spieler haben sich kaputt gelacht. Und der guckt mir an und guckt Herr Lothar, was hat der Brasilianer hier für einen Scheiß zu besetzen? Ne? So ungefähr. Und dann später hat er gesagt, komm, rausgehen, auslaufen und nach Hause. Sind die Spieler zu mir gekommen und haben gesagt, Giovanni, das war das Beste, was du machen konntest, weil wir wissen, dass wir schlecht gespielt haben. Also wir brauchen jetzt nicht, dass der Trainer eine Stunde lang über den schlechtes Spiel, das wir gespielt haben, jetzt redet. Ne? Und so war gut. Ne? Weiß ich was, 2 Minuten, weil die Sitzung war schon zum Ende. Okay, also ich musste dieses Thema ansprechen, aber Sie haben es sehr charmant umschrieben und beschrieben, sehr diplomatisch aus der Affäre gezogen. Vielen Dank dafür. Auf meinem Schummelzettel steht jetzt ein Name, mit Hilfe dessen ich wieder Österreich-Bezug herstellen kann: Carsten Janka. Carsten Janka, Fußballgott. Wirklich, war er das? Fußballgott. Ich habe gerne mit Carsten zusammengespielt vorne, weil Carsten mit seinen 2 Metern. Der hat mir schon sehr viel Freiraum geschafft. Und so konnte ich auch sehr viele Tore schießen. Und dann war auch so, wenn man nicht wusste, was man mit dem Ball machen kann, einfach in die Mitte flanken. Da ist der Carsten immer gestanden und hat viele Kopfballtore für uns geschossen. So, jetzt kommt die Frage, vor der ich am meisten Respekt habe. Die wird jetzt vermutlich am heikelsten. Ich bin schon froh, wenn wir sie abgehandelt haben, aber ich muss sie thematisieren. Champions League Finale 1999, bei dem Giovanni Elba gar nicht dabei war, aber angeblich, so liest man zumindest in diversen historischen Artikeln, hätten Sie nach diesem Spiel sogar mit dem Karriereende spekuliert? Ach, da, nach dem Spiel, ich war verletzt, ich habe zum Uli Hoeneß gefragt, ob ich nach Brasilien fliegen darf, um die Rehabilitation in Brasilien zu machen. Und dann die Zeit in Brasilien, ich habe schon Gedanken gemacht, das Fußball ist so unfair, das kann nicht sein. Weil wir haben super gespielt, wir haben Chance über Chance herausgespielt. Dann steht 1-0 bis kurz vor Schluss. Und 2 Minuten vor das Finale dann kassiert man 2 Tore. Also das war unglücklich auf FC Bayern Seite. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr Fußball zu spielen. Aber klar, dann ist man zurückgeflogen und erster Kontakt mit dem Ottmar Hitzfeld, Trainer, der hat auch gesagt, Giovanni, ich will euch auch nicht jetzt so trainieren,
Weil guck mal, das gesamte Team ist mit dem Kopf nach unten. Das macht gar keinen Spaß. Aber das ist halt das Leben. Also es muss weitergehen. Wir sind noch jung, wir können noch schaffen, wir haben eine gute Mannschaft. Und ich gehe davon aus, dass wir bald wieder in ein Finale stehen können. Und so ist dann so auch ist passiert. Auch ja. Gekommen, ja, womit gekommen. Du mir den Steilpass zum Jahr 2001 geliefert hast. Und da mag ich zuerst noch gar nicht über das Champions League-Finale sprechen, weil es gab noch ein anderes Finale auf nationaler Ebene. Uff. Das ja an Dramatik, aber sowas von wirklich nicht zu überbieten war. Giovanni Elber war in der entscheidenden Phase auch schon auf der Bank. Ich war schon weg, heute noch auf YouTube. Der Trainer wollte auf du Zeit hockst spielen. So auf der Seitenlinie und harrst den Freistoß von Patrick Ahrens. Weil der Ottmar Hitzfeld, der hat schon gesehen, also das Spiel ist kurz vor Ende und dann wollte er schon auf Zeit spielen. Ne? Und dann auf einmal passiert, ich komme raus und passiert das 1-0 durch Sergej Barbares. Und da draußen haben wir gedacht, nein, das kann nicht sein. Also wir mussten nur unentschieden spielen und jetzt verlieren wir so wieder in allerletzter Sekunde eine Meisterschaft. Und drei Tage später muss man dann Champions League Finale spielen. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass wir noch das Unentschieden schaffen. Und dann allerletzte Sekunde, Freistoß und Patrick Anders, Oliver Kahn wollte schießen zuerst. Er sagt, nein, Oli, komm, hau ab jetzt. Du kannst gar nichts, außer im Tor zu stehen. Aber Freistoß kannst du nicht. Und der Efe war schon sehr gut, hat Oli gehalten. So hat gesagt, nein, lass der Patrick schießen. Und Patrick hat dann ja glücklich den Ball reingemacht. Und so sind wir deutscher Meister. Das war schade für Schalke. Ich wollte gerade sagen, haben wir die Schalke schade. Gar nicht leid getan? Die haben fünf Minuten schon gejubelt. Da war sehr, sehr schade, weil die haben wirklich eine tolle Saison gespielt, Schalke. Aber das ist halt Fußball. Man muss bis zum Schluss muss man versuchen, alles zu geben. Dann am Ende sieht man, was man geschafft hat. Und sind wir dann doch deutscher Meister. Und drei Tage später auch noch Champions League-Sieger nach einem Finale, das jetzt auch nichts für schwache Nerven war. Nein. Ist auch ins Elfmeterschießen gegangen. Ja, das passiert zuerst 11 Meter gegen uns in der ersten Halbzeit. Und dann kassiert wird das 1-0. Und dann haben wir einen Elfmeter bekommen. Mehmet Scholl hat es verschossen. Und dann zum Schluss noch eine zweite Halbzeit, einen Elfmeter. Und dann hat der Stefan Effenberg reingemacht. Und dann geht es um Verlängerung. Dann keine Mannschaft, klar, wollte nach vorne spielen, hat Angst gehabt, ein Tor noch zu kassieren. Geht zum Elfmeter und dann haben wir der Oliver Kahn im Tor und er hat alles gehalten den Abend. Gott sei Dank, danke Olli, wirklich, weil das haben wir gebraucht. Ja, das war richtig schön, den Titel zu gewinnen, dass wir 99 verpasst haben. Und dann gewinnst du das Ding da. Das ist heute noch irgendwie meine ganze Haut. Wie sind damals gefeiert worden? Ihr wart ja keine Fadetruppen, das kann man ja nicht sagen. Ich sage nur so, schon in die Kabine, ich war schon besoffen. Also direkt nach dem Spiel. Da haben wir schon unser Bier getrunken und auf einmal kommt Oli Kahn und sagt, komm Oli, lass uns anstoßen. Sagt er, ey Brasilianer, ich brauche jetzt Zeit. Du musst das Spiel jetzt musst durch den Kopf gehen. Ich sage, nein, das brauchst du nicht, ey, wirklich nicht. Wir sind Champions League-Sieger, lass uns jetzt richtig feiern. Aber der hat seine Zeit gebraucht und dann sind wir zum Feier, sind wir gefahren. Ich war bis um 3 Uhr morgens dort gewesen. Auf einmal gucke ich nach links, rechts, war kein Spieler mehr von FC Bayern dort. Und ich bin mit dem Champions League-Trophäe noch da. Sagt zu meiner Frau, du, wir müssen ins Hotel, schnell wie möglich, weil die Spieler sind schon alle weg. Und dann gehe ich draußen, stand kein Taxi. Ich sitze so am Straßenrand mit dem Champions League-Pokal um, weiß ich was, 3:30 Uhr morgens. Und dann habe ich Glück, dass ein italienischer Freund ist vorbeigefahren und sagt, Giovanni, spinnst du, was machst du hier mit dem Champions League-Trophäe? Du, um diese Uhrzeit kommt kein Taxi hier. Er sagt, kannst du mir bitte zum Hotel fahren? Und dann bin ich im Hotel angekommen, waren alle Spieler waren noch wach und Präsidium war auch noch da. Und dann haben wir bis morgens noch gefeiert. Großartige Geschichte. Das war richtig schön, ja. Sensationell. Es gab noch zwei Stationen in der Karriere des Giovanni Elber nach Bayern München. Die waren jetzt allerdings nicht von durchschlagendem Erfolg gekrönt. Nein, ich sag, Lyon und Gladbach. Ja, nein, ich sage mal so, Lyon, das bin französischer Meister geworden, erste Saison mit Lyon. Wir haben es geschafft, in Champions League bis ins Viertelfinale sind wir gegen Porto ausgeschieden und Porto ist dann später mit José Mourinho Champions League-Sieger geworden. Es war nicht so schlecht, aber meine Leistung, ich habe schon mehr erwartet. Es war schwer, an die Mannschaft zu kommen, weil die Mannschaft war sehr egoistisch.
Also alles, was ich versucht habe, ich laufe ganz alleine, ich will den Ball haben, mein Mitspieler guckt mir an, spielt auf der anderen Seite. Und da war auch Uli Hoeneß mal beim Champions-League-Spiel dabei gewesen und hat gesagt, Giovanni, bei dieser Mannschaft wirst du nicht glücklich sein. Weil das sieht man, die Spieler wollen nicht mit dir zusammenspielen. Und das war schade, weil ich wollte schon die Mannschaft helfen mit meiner Erfahrung, weil ich war schon vorbereitet. Also ich wusste schon, das ist nicht FC Bayern. Also Trainingszentrum, Reise hin und her, das ist anders als bei FC Bayern, weil FC Bayern ist alles sehr professionell, sagen wir so. Und bei Lyon habe ich gesagt, ich muss hier anpassen. Ganz bescheiden. Und ich habe versucht, meinen Mitspieler zu unterstützen. Aber dann, so nach eineinhalb Jahren, habe ich gemerkt, nein, das geht nicht. Und dann ist auch Verletzung gekommen, Wadenbeinbruch habe ich zugezogen. Dann habe ich gesagt, Leute, komm, lass es sein. Ich will jetzt nur weg von hier. Ich mag Sie zum Abschluss noch ganz kurz auf Ihre Nationalmannschaftskarriere bei Brasilien ansprechen. Wie sehr nagt es denn noch, dass Sie bei der WM 2002 nicht dabei waren? Ich sag mal so, es war schade. Letzte zwei Spiele in WM-Qualifikation vor 2002 hat FC Bayern mir nicht freigestellt. Und dann hat der Felipe Scolari gesagt, Giovanni, wenn du nicht kommen kannst, ich werde andere Spieler einladen. Und wenn du gut spielst, jetzt in diese zwei Spielen, und dann bist du nicht mehr dabei. Sag bitte, sprich mit dem Verein. Also ich will schon dabei sein, aber der Verein sagt, lauter FIFA-Statuten brauche ich nicht jetzt nach Deutschland, von München nach Brasilien, weil ich habe letztes Spiel nicht gespielt, weil ich verletzt war. Und dann war auch so, wir waren in der entscheidenden Champions-League-Phase gewesen. Und der Trainer, der Nationaltrainer, hat gesagt, nein. Also wir vom brasilianischen Verband spricht mit keinem Verein. Also das musst du im Flieger sitzen und hierher kommen. Ich sage, Leute, das werde ich nie machen. Weil wer mein Monatsgehalt zahlt, das ist Verein. Also ist unfair von mir, wenn ich jetzt im Flieger sitze und fliege nach Brasilien für zwei Tage. Der Arzt wird mir anschauen und sagt, ja, kannst doch nicht spielen. Und dann muss ich wieder zurückfliegen und vier, fünf Tage später Champions League, vierte Finale, glaube ich, muss ich antreten. Nein, das geht nicht. Ich bleibe in München. Und so bin ich in München geblieben, habe dann die WM verpasst. Aber vielleicht, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte Brasilien nicht gewonnen. Kann auch so sein. Das werden wir nie überprüfen können. Aber es war natürlich die Konkurrenz schon auch ein Wahnsinn, muss man sagen, in der brasilianischen Offensive. Ich war schon froh, dabei zu sein, wirklich. Weil in Brasilien, das ist nicht einfach, Nationalspieler zu werden. Weil wir haben tausende, sagen wir mal, gut Fußballer, wo bei Nationalmannschaft spielen kann. Und mein Problem war, dass ich sehr jung von Brasilien weggegangen bin, nach Europa. Und so hat die brasilianische Fans mich nicht so wahrgenommen. Die konnten nicht sehen, was macht Giovanni in Deutschland, wie spielt er. Weil die Spielen, es war immer erst um 2, 3 Uhr nachts, haben wir das so betragen. Ne? So eine Zusammenfassung aus der Bundesliga. Heutzutage schon anders. Jedes Wochenende kann man alle Spiele sehen, live. Und das vielleicht war mein Pech. Aber am Ende, ich habe alles richtig gemacht. Ich wollte genau das Gleiche machen. Ich habe nichts verpasst. Auch bei Nationalmannschaft. Es war mit Romário, Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, ja, Cafu. Das ist unglaublich. Ja. Also da muss man schon sagen, Leute, danke, dass ich dabei sein durfte. Ne, mit den, ja. So, jetzt versprochenerweise die allerletzte Frage, die ein bisschen weggeht vom Fußball. Ich weiß nicht, ob das so landläufig bekannt ist. Giovanni Elber ist de facto ja Rinderzüchter. Ja. Wie das? Ja, das ist halt so. Mein Papa hat früher in einer Farm gearbeitet. Und wenn ich von VfB Stuttgart zum FC Bayern gegangen bin, hat er gesagt, du, jetzt verdienst du gutes Geld, investiert in eine Farm. Da wirst du nicht verlieren. Wenn du das Geld auf Bank lässt, dann wirst du neues Auto kaufen, großes Haus und. Und dann ist das Geld schnell weg. Und so habe ich 1999 schon meine erste Farm gekauft mit 5000 Hektar. 2003, 2004 zweite Farm dann gekauft. Heute bin ich bei 10.000 Hektar und 4.000 Rinder. Wahnsinn. Noch 50, 60 Pferden. Und das ist so, man ist in der Natur. Wenn ich auf meiner Farm bin, das ist so schön, weil da gibt es keinen Handyempfang. Nur wenn ich zu Hause bin, habe ich erst einen Satellit einbauen lassen, dass ich Internet habe, um mit FC Bayern in Kontakt zu bleiben. Aber ansonsten, wenn ich mit dem Pferd unterwegs bin, kein Handy, nichts. Du bist mit der Natur, du, dem Pferd und Rinder, da gibt es ein schönes. Oder willst du einen frischen Fisch, gehst du angeln. Also angelst du Soche Dorade und dann kannst du vorbereiten
und mit dem Familie genießen. Giovanni Elber, ich danke vielmals für die sehr spannenden Ausführungen. Danke auch für die ansteckende gute Laune. Das ist ja draußen ein bisschen trüb, aber der gute Mann hat jetzt wirklich Sonnenschein da hereingebracht. Danke. Herzlichen Dank für die unkomplizierte Art. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Servus.